Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breakpoints. Das ist falsch, wir spielen Wildlands. Breakpoints kommt vielleicht irgendwann später. Gut, wir müssen jetzt genau gegenüber. Hier können wir noch einen Leutnant. Kingslayer-Datei können wir ja uns holen. So. Die Luft ist rein. Danke. So, dann. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Gesellschaft ist doch schön. Ja, dann. Nö! Weil der das gesehen hat, ne? Die haben so auf dem Auto so eine Rundumsicht. Geboren in Ernesto. Ne, geboren ist Ernesto Che Guevara in Argentinien. Schlucken. Ui. Ende der 50er schloss er sich der von Fidel Castro angeführten kubanischen Revolutionsbewegung an. Nachdem die Guerilla 1959 die Macht übernommen hat, beschloss er, die antiimperialistische und kommunistische Revolution in die ganze Welt zu tragen. Nach einem gescheiterten Versuch in Kongo versuchte er sein Glück in Bolivien. Anfang der 67er feierte Che einige Erfolge, wurde aber schon bald von der durch die USA unterstützende bolivianischen Armee vernichtet. Seitdem ist er das romantische Symbol der Revolution. Yep. That's true. So. Da gehe ich einfach mal. Vorsicht, Sicario-Maschinenpistole. Hinten am Reifenstapel. Im Reifenstapel? so ein fetter Reifenstapel und in der Mitte, Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, ey. Also in der Mitte steht halt so ein Sicario rum. So idiotisch. So. Die hören die Drohne weg. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wir sind jetzt bei 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich dachte, wir Wir schnappen uns die einfach schnell und, naja. Alter, ich dachte, da hängt jemand verkehrt rum darunter. Hey, ein Unidad-Soldat. Ich sehe niemanden. Drüben bei der Funkkiste. Ach so, da. Ja, dass ich den nicht gesehen habe. So. Dann hole ich mal die Pistole. Ich glaube, hier ist gleich einer neben mir. Alter, wie lange macht der Liegestützen, wenn ich das gewusst hätte? Hören die das? Der Kerl ist tot. Welcher Kerl?
Na gut, also leise hat's nicht geklappt. Hi. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ich rede, okay? Ganz ruhig. So. Ziel eliminiert. Die Ziele sind verdammt rar hier. Sauber hier drüben. Ziele sind hier ganz rar. Das ist auch eine coole Idee, das sozusagen. So. Ich sage ziemlich oft so, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Also gut, wo sind da hinten? Nope. Hier ist nochmal hoch. Jupp. Ja, yeah, Butter, selber Butter. Ich mag keine Butter. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ich wusste, dass es hier hochgeht. Not. Ich fliege. Na, was ist das denn los? So, dann setzen wir mal auf die andere Seite des... Oh, hallo. Verhören Sie den Dieb. Na gut. Verhören Sie den Dieb. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Killer gesichtet. Wir brauchen die Platte. Lasst ihn am Leben. Na komm schon, Pendejo! Warte, war's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Hä, wieso? Erwischt, du Dreckskerl. Wovon redest du denn da? Ich hab doch nichts getan. Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du Idiot. Hast du gesehen? Das ist mal echt krass, oder? Das findest du also krass? Dann warte mal, bis ich mit dir loslege. Tipp. Ein Drahtbügel und jede Menge Strom sind mit von der Partie. Chingado, Mann. Was willst du? Ramon Phillies Festplatte. Los. Die Kacke? Mann, die habe ich schon bei diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier. Holen wir uns die Festplatte, bevor Santa Blanca sie noch löscht. Wieso da drüben? Wieso fährt er in die Richtung, wo er gerade schon war? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber egal. Dann holen wir uns mal die Datei. Hui. Alter, ist das geil. Feind markiert. Die Tangos sind aufgewacht. Das macht ein bisschen Spaß. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Achso. Krass, dass die so lange gebraucht haben, uns zu entdecken. Alter, macht das Spaß. Warte, ich will dir in das Auto noch zerballern. Entschuldigung. Ich find's cool. So. Gut. Bergen Sie die Daten. Hoffentlich ist es das wert mit den Daten. Hat er, wahrscheinlich hat er, irgendwie Daten gesammelt. Ja, wer zieht mich denn da? Hä? Oh, vielleicht haben die eine Flugabwehrrakete. Das könnte sein. Eine Fluchabwehrrakete. Ihr Leutnant verpisst sich. Ja, darf er.
Ich finde es immer so lustig, dass, dass sie immer sofort wissen, dass, ob wir Feinde sind oder nicht. Weil an sich, das ist ja ihr Helikopter. Also. Naja, egal. Da ist ein Luftabwehrsystem. Ach so. Hä? Und da ist ein Sniper. Krass, der Sniper hat mich gesehen. Der hat mal seinen Job gemacht. Der hat sich gerade geduckt. Alter, da muss ich ja viel höher anziehen. Willst du noch mal rausschauen? Da muss ich so... echt? So weit? Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Wo muss ich denn dann zielen? Warte mal. Aber cool, dass der einfach dann hochschaut. Ha. Naja. Beim ersten Versuch, würde ich sagen. So dumm. Gut. Ah, hey, voll cool, dass er mich gesehen hat. Normalerweise sind die ja so total nutzlos und sehen überhaupt nichts. So, wohin denn? Hallo. Das wäre richtig lustig, wenn ich mit der Drohne schießen könnte. Dann könnte ich hier voll auf das Ölfass ballern. Die sind halt ja jetzt alle versteckt hier, ne? Hier haben wir dann alle. Und da drüben sind noch ein paar. Leck mich doch am Arsch. Ja, die waren doch sowieso schon gewarnt. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Kein Ziel. Ja. Wiederhole. Kein Ziel. Ziel markiert. Wie die dann weggehen. Ah ja, das war wegen den einen Typen da. Erwische ich den? Nee, erwische ich nicht. Den könnte ich erwischen. Schöner Schuss. Oh. Nice. Auf dem ersten Versuch. Gejagt. Weil die wissen, wo ich bin. Echt jetzt? Ihr seid... Oh Mann, diese Rebellen. Diese Noobs.
Wir sind gleich da, wo die Festplatte laut Killer sein soll. Also Augen auf. Die machen jetzt. Zum Glück habe ich den Alarm abgeschaltet. Diese Idioten. Und ich habe die erst vorgewarnt. Ja, egal. Ich helfe denen ja gerne. Nicht. Da ist die Platte. Sichert sie. Hier drüben alles sauber. Wieso sagt sie, sichert sie? Und weil ich muss sie ja sichern. Naja, egal. Das ist ein Laptop, keine Platte. Ha! Bowman, wir haben die Festplatte. Gute Arbeit. Ist sie noch intakt? Positiv. Wir haben sie eingestöpselt und laden Ihnen die Daten gerade hoch. Sehr gut. Felis Blog zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Wir können seine Beweise jetzt publik machen. Niemand sympathisiert mit Kinderhändlern. Nicht mal Drogenhändler. Na, das hat auch seinen Sinn. Wie ist der Plan? Wir nutzen die Infos, die Sie von Ramon Felis Festplatte gezogen haben, um El Cardenal als heuchlerisches Schwein zu entlarven. Einverstanden. Wann und wo? Hier sind die Koordinaten eines Dorfes in der Provinz Malca, wo wir uns treffen. Bowman, Ende. Wir können los. Genau. Aber, wo? Ah, hier. Die von Ramon Felis Festplatte geborenen Beweise sind die Waffe. Dank Ramon Felis geheimen Daten haben wir genug Dreck, um El Cardinals Ruf zu ruinieren. Erlegen wir dieses Monster. So. Das Zuhause der Santa Muerte Kathedrale. Muerte. Muerte. So. Verdächtig, du bist verdächtig. Oh, hier war ich doch schon mal. Ah, ja, ja, hier ist, war das, die Band quasi. Also da musste ich das ja alles hier zerstören. Also ne, ihr wisst schon. Da musste ich die Verstärker und so weiter zerstören. Ah, schön viel Müll hier. Sehr schön. Warum sind wir hier? El Cardenal hält eine Predigt, um die Öffentlichkeit wegen des Kinderhandels zu beruhigen. Aber wir haben die Mittel, das Kartell zu diskreditieren. Zeigen Sie der Versammlung dieses Video, dann gibt es Chaos. Dann schnappen Sie Cardenal und nehmen ihn mit. Verstanden, sehen uns da. Das wird auf jeden Fall spannend. Alter. Wieso mussten wir jetzt von da nach da? Von da nach da? Naja. Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit. Statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ja. Ui. Alter, was ist das denn?
ist da denn passiert? Ja, so ein... Ja, interessant. Das macht ja auch Sinn. Ich lande mal hier oben. Wieso? Was bedeutet? Seid leise, wenn wir da reingehen und das Video hochladen. Wenn es Alarm gibt, war's das. Ja, klar. Und jetzt kommt der Zug. Das war so unlucky. Oh Mann. Bisschen zu hoch gezielt. Und dann befolgt. Ganz so ein bescheuerter Zug. Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit, statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft. Da ist noch ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das ist er. Ein Scharfschütze. Nummer 1, 300 Meter. Oh, es war super risky. 500 Meter. Warte, das... Wo sind hier denn 500 Meter? Kann ich irgendwie hier... Nee, aber das ist schade. Ich dachte, man kann das auch so machen. Nee, der ist zu riskant. Das ist zu riskant. Aber cool, die ersten zwei Schüsse waren richtig gut. Aber ganz ehrlich, wer baut bei der Absperrung von außen so eine Treppe dran? So, dass man von außen unbemerkt da hochklettern kann. Das ist doch... Idiotico! Ja, wahrscheinlich war es noch nicht fertig.
Escort. Oh, das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Die Drohne ist oben. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, ich will dem weiter zuhören. Ist der Helikopter das nicht checkt? Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Bleib mal stehen. Danke. Oh, Headshot. Ich glaube, die anderen erschieße ich jetzt auf kurzer Distanz. Thank you.
Also wenn er mich entdeckt, egal ob ich ihn dann gleich erschieße, dann ist sofort alles vergebens. Juhu. Okay, also coole Headshots habe ich gemacht, aber den habe ich, bei dem habe ich echt mich sehr dämlich angestellt. Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Okay, alles nochmal von vorne. Kardinal seine Rede hält. Shit, statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft. Ja. Habe ich ja noch nie. So, da unten ist. Da ist einer. Das macht 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. So. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist noch einer. Macht's. So, mal schauen, ob ich es nochmal schaffe. Ja. Ja. Scheiße, das war zu kurzfristig. Das war scheiße knapp. 380 Meter, da muss ich sehr weit hochziehen. Ah, der ist hinter so einem Blechding. Das ist sehr unpraktisch gerade. Jetzt hat. Wie hat er das nicht gehört? Also, Lucky, aber. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Deine Mutter sieht mich gleich. Aber ich habe gegen einen Pfosten hier geschossen. Krass. Der ist 450 Meter. Ah, hä? Ja, jetzt sehe ich's. 450 Meter. Das ist 300. Dann mache ich's mal. 450 Meter. Wenn ich gerade. Okay, aufatmen. Ich sehe halt. Zurück mit dir. Hä? Wegen den Sparkurs da unten, oder was? Hä? Wieso? Der ist 490, also dann muss ich den sowieso bisschen nach da. Ja, ungefähr. Sind die dead? Was machen die da? Na, okay. 490. Dann. Ist ein Soldat mit einer scheiß Minigun. Wo hast du sie? Okay, so. Ja, also zwischen den großen und den kleinen. Mal schauen. Zwischen den großen und den kleinen. Oh, die sind ja schon wieder da. Wieso bekämpfen die sich nicht? Das sind Rebellen und ihr seid Unidad? Nee. Gut, dann schauen wir mal. Das ist sehr zufriedenstellend. Das ist ja sehr, sehr geil. Okay, muss ich mir merken. Also 400, also 500 ist zwischen den großen und den kleinen. Ja, nice. Das ist ja geil. Gut. Und sogar eine
Ein Ding habe ich freigeschaltet. Ein Dingsterbumsdarm. So. Jetzt den kleinen Buschi da. Das werde ich wieder mit der Pistole machen. So. Ich glaube, wir töten am besten alle. Alter, ich habe 500 Meter geschossen. Das ist nice. Das ist sehr, sehr, sehr nice. So. Gerade jemand? Ich glaube nicht. Da vorne müssen wir aufpassen mit den beiden. Station. Okay. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Also Zwischenstation wieder aufatmen ein bisschen. Warte, ja, unterdrücken mal kurz die Predigt. Oh, das Santa Blanca, Drogenkartell schreibt. Ja, das. Das wissen wir ja schon. Rein. Ich
glaube, wir können nicht alle umbringen, ohne gesehen zu werden. Ja, von wegen, die haben den Schuss nicht gehört. Das war die Pistole. Oh, diese Penner. Oh, die haben den nicht gehört. Ach, gut, nächste Runde machen wir weiter, würde ich sagen. Oh, solche Schweine. Die waren über 100 Meter entfernt. Und dann hören sie... Ach. Also, okay, ich darf nicht gesehen werden, egal ob ich den sofort danach töte oder nicht. Auf diesem Stick ist der Videobeweis, dass das Kartell Kinder schmuggelt. Ja, bla bla. Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit, statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Und entweder er kommt mit oder er wird aufgeknüpft. Ja. Da ist eine montierte Waffe. Eine montierte Waffe, oh nein. Gut. Mal schauen, ob ich nochmal das hinbekomme, den grandiosen Schuss. Aber ja, wie gesagt, das machen wir nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir irgendwas machen. Gut, macht's gut, bye bye.